die Belegschaften, die arbeiten, das wissen wir aus dem... Frau von Scheuch, nur um es genau zu sagen, Wirtschaftsrat gehört nicht zur CDU. Ne? Der Wirtschaftsrat der CDU, ich kann annehmen, dass er CDU-Wähler ist und CDU-Unterstützer ist, sonst würde er da nicht sitzen. Und deswegen sage ich, er sitzt für die CDU im Wirtschaftsrat der CDU. Er sitzt erstmal für sich im Wirtschaftsrat, aber der berät die CDU, richtig? Er berät die CDU, ist mutmaßlich CDU-nah, darüber können wir länger streiten. Aktuell im Osten, da braucht es Fachkräfte und da braucht es eben eine Willkommenskultur. Die Leute kommen nicht zu uns, wenn sie Angst haben müssen um ihr leibliches Wohl aufgrund einer feindlichen Stimmung ihnen gegenüber. Die Bundesregierung baut Migrationszentren auf in Nigeria. Da haben wir Analphabetenquoten von 30%. Die Menschen haben ganz reale Probleme und wenn sie Hunderttausende von Fachkräften herholen wollen. Wir haben jetzt schon einen Wohnungsmangel von 1 Million. Die Regierung wollte 400.000 Wohnungen bauen. Sie schafft nicht mehr 200.000. Also Björn Höcke sagt, ich hoffe, dass diese Unternehmen, zum Beispiel Vorwerk oder Stihl, dass die in schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Schließen Sie sich dem an. Nichts für ungut, aber hart aber fair mit Louis Klamroth ist eine absolute Zumutung. Direkt zu Beginn redet er Beatrice die ganze Zeit dazwischen und er hört nicht auf damit. Unter anderem steht er sehr oft in der Kritik, weil er mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert ist und dadurch parteiisch sein könnte. Er ist kein Journalist und auch kein neutraler Moderator, sondern ein Aktivist. Denn mit Beatrice diskutiert er ohne Ende, was er mit der Wirtschaftsweisin nicht macht. Doch mit Beatrice von Storch hat er sich an einem Pitbull festgebissen. Denn sie lässt absolut nicht locker und vor allem lässt sie sich von dem dreisten und frechen Framing absolut nicht mehr aus der Ruhe bringen. Frau Grimm, in Thüringen ist die AfD stärkste Kraft geworden, eine Partei, die als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Was bedeutet dieses Wahlergebnis? Ja, zunächst mal war es ja nicht so überraschend, das war ja erwartet worden. Es ist eine Herausforderung, es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es wird jetzt ganz, ganz schwierig, Koalitionen zu bilden. Und es ist natürlich für den Osten auch eine große Herausforderung, weil das, was man jetzt politisch braucht, um Wachstum zu generieren, das ist eigentlich genau nicht das, was die AfD fordert. Mhm. Frau von Storch, die AfD ist zum ersten Mal stärkste Kraft in einem Parlament geworden. Welche Verantwortung kommt mit so einem Ergebnis? Ich glaube, das war ein historischer Tag. Wir sind kometenhaft aufgestiegen. Das hätte uns keiner vorhergesagt oder uns zugetraut oder gewünscht. Fragen schon auch gesehen. Jetzt, ich rede von dem Beginn der AfD und sind jetzt stärkste Kraft geworden. Die Grünen haben dafür 30 Jahre gebraucht. Insofern beginnen wir jetzt die nächste Phase unserer Parteigeschichte und wir werden jetzt Regierungsverantwortung suchen. Wir sehen, dass das jetzt auch ganz schwierig wird ohne uns. Die CDU macht mit unseren Themen Wahlkampf und will am Ende mit Linken und BSW koalieren. Das kann nicht funktionieren. Die Menschen werden das nicht wollen. Die wollen das nicht. Sie haben ein klares Signal gesendet. Sie wollen einen Politikwechsel. Und es gibt klare Mehrheiten in Sachsen und in Thüringen. Und die sind schwarz und blau. Harald Schmidt hat es richtig gesagt. Die große Koalition ist im Prinzip gefordert von AfD und CDU. Das scheitert an den Brandmauern der Union. Jetzt hat sie das Desaster. Soll sie erst mal damit klarkommen? Ja, keine der anderen Parteien will mit der AfD koalieren. Ganz interessant fand ich, dass vor der Wahl und auch nach der Wahl ja viele Unternehmerpersönlichkeiten vor der AfD gewarnt haben. Der Verband der Familienunternehmer in Thüringen zum Beispiel hat gesagt, mit der AfD drohe eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, was ist da runtergefallen? Oh, die halbe Bühne fällt um. Bühne aufs Knie. Die Präsidenten der Industrie- und Handelskammer in Thüringen haben vor der AfD auch gewarnt. Zusammenschluss von mehr als 40 großen Familienunternehmen hat Alarm geschlagen. All die haben gesagt, die AfD sei eine schlechte Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Können Sie sich vorstellen, warum? Ja, weil viele von den Funktionären dort auch parteipolitisch gebunden sind. Wenn ich mir anschaue, die Werbekampagne von Edeka, der Vorsitzende ist bei der CDU im Wirtschaftsrat und warnt vor der AfD kurz vor der Wahl. Da muss man sagen, sicherlich der Vorsitzende ist bei der CDU, aber Edeka hat 400.000 Mitarbeiter. Tausende von Kassiererinnen sind sicherlich nicht auf der Seite dieses Vorsitzenden. Und so ist das bei anderen Unternehmen auch. Die Belegschaften, die arbeiten, das wissen wir aus dem... Frau von Scheuch, nur um es genau zu sagen, Wirtschaftsrat gehört nicht zur CDU, ne? Der Wirtschaftsrat der CDU, ich kann annehmen, dass er CDU-Wähler ist und CDU-Unterstützer ist, sonst würde er da nicht sitzen. Und deswegen sage ich, ist parteilos. Das ist ein Mann, er ist
Er sitzt für die CDU im Wirtschaftsrat der CDU. Er sitzt erstmal für sich im Wirtschaftsrat, aber der berät die CDU, richtig? Er berät die CDU, ist mutmaßlich CDU-nah, darüber können wir länger streiten. Aber 400.000 Kassiererinnen und Mitarbeiter bei Edeka, die sind da eher auf unserer Seite. Also das heißt, wir können das durch die Bank deklinieren und diese ganzen hohlen Drohungen und Szenarien, Horrorszenarien, die an die Wand gemalt werden. Wir sehen, dass seit 3 Jahren über 300 Milliarden Euro aus Deutschland netto abgeflossen sind. Deindustrialisierung ist das Stichwort. Das hängt nicht an der AfD, sondern das hängt an der katastrophalen Politik und der Wirtschaftspolitik, die dieses Land betreibt. Viele Unternehmen sehen ja dann doch durchaus eine Gefahr bei der AfD. Und ich fand das schon bemerkenswert, Frau Grimm, dass vor der Wahl, das hat in Deutschland nicht so richtig Tradition, sich so viele Unternehmen politisch positioniert haben und vor der AfD gewarnt haben. Was treibt diese Unternehmen an, so klar sich zu positionieren? Ja, ich glaube, das ist schon berechtigt, weil man natürlich einerseits sieht, dass jetzt aktuell die Wahl war ja sehr stark in beiden Bundesländern bundespolitisch dominiert. Man ist frustriert mit der Politik der Ampelregierung. Man löst auch tatsächlich aktuell viele Probleme nicht. Aber die Positionierung der AfD bringen eben auch keine Lösung. Ich glaube, man hat insbesondere Angst davor, dass man aufgrund der menschenverachtenden Positionen teilweise gegenüber Zuwanderern einfach in eine Bredouille kommt, dass man einfach für das, was man machen will in Deutschland, um den Osten wieder voranzubringen, um wieder eine Wachstumsdynamik zu entfalten, dass das nicht möglich sein wird. Und ich glaube, diese Angst ist berechtigt. Da haben die Unternehmerinnen und Unternehmer einen Punkt. Und man muss eigentlich aktuell aufgrund der Situation eine Willkommenskultur entwickeln. Die ganzen Ansiedlungen, die ja jetzt im Osten auch stattfinden, Chipfabriken, viele andere Investitionen, Forschung und Entwicklung, Patente sind sehr dynamisch aktuell im Osten. Da braucht es Fachkräfte und da braucht es eben eine Willkommenskultur. Die Leute kommen nicht zu uns, wenn sie Angst haben müssen um ihr leibliches Wohl aufgrund einer feindlichen Stimmung ihnen gegenüber. Frau von Storch. Die Einleitung, dass die AfD gesichert rechtsextrem eingestuft ist, interessiert in Deutschland absolut keinen mehr. Was mir persönlich in dieser Debatte fehlt, ist, dass in Sachsen und Thüringen das Volk selbst gewählt und entschieden hat. Und jeder hat es zu akzeptieren. Auch ein Herr Klamroth und eine Frau Grimm. Deutschland braucht hochqualifizierte Fachkräfte. Das hören wir schon seit 2015. Wo sind sie denn alle? Wer sind die Leute, die seit 2015 zu uns gekommen sind? Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Warum sollten sie in ein Land kommen, das Mangelwirtschaft predigt, Rekordsteuern abknüpft, keine Sicherheit garantiert und im Gegenzug nur marode Schulen, Krankenhäuser und Infrastruktur zu bieten hat? Frau von Storch, vergrauen Sie? Vertrauen Sie Fachkräfte, die Thüringen, Sachsen so dringend braucht? Also wir brauchen Fachkräfte in diesem Land auf jeden Fall. Aber dass wir keine haben, ist hausgemacht. Erstens haben wir eine Bildungskatastrophe. Zweitens zahlen wir Bürgergeld an viel zu viele. Und die Hochqualifizierten, die wir eigentlich tatsächlich brauchen, die kommen nicht, weil wir Steuern und Abgaben Weltmeister sind. Und wo sollen die überhaupt alle wohnen? Also das heißt, wir sind gar nicht attraktiv für Hochqualifizierte. Ja, wir brauchen Hochqualifizierte, aber das sind genau die, die wir nicht bekommen. Die Bundesregierung baut Migrationszentren auf in Nigeria. Da haben wir Analphabetenquoten von 30%. Das heißt, da werden Facharbeiter gesucht. Das sind nicht die, die wir brauchen. Die, die wir brauchen, bekommen wir nicht. Und die, die wir bekommen, die brauchen wir. Das liegt nicht an der AfD. Facharbeiter brauchen wir nicht, sagt Frau von Storch. Ja, ich glaube, wir brauchen unqualifizierte Bank. Wir brauchen durch die Bank Arbeitskräfte. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte. Vor allen Dingen auch für die Chipfabriken. Da brauchen wir auch Arbeitskräfte, auf die wir uns einstellen müssen, um die wir werben müssen. Wo wir eben auch schauen müssen, dass die Städte sich darauf vorbereiten, zum Beispiel auch zweisprachige Angebote zu machen. Und da passiert ja auch schon viel. Aber wir brauchen natürlich auch, es wird auch einen Arbeitskräftemangel generell geben und wir brauchen auch Arbeitskräfte generell. Und wenn man jetzt sagt, man möchte das eigene Potenzial heben, dann muss man eben auch überlegen, wo will man das dann heben? Transfersystem ist ein Punkt, aber teilzeitbeschäftigte Frauen sind auch ein Punkt und da braucht man dann mehr Kinderbetreuung, mehr Ganztagsschulen, das sind ja auch alles Forderungen. Bleiben wir mal kurz bei der AfD gemacht. Frau Grimm, bleiben wir mal kurz bei den Chipfabriken, die Sie angesprochen haben. Da werden zum Beispiel Softwareentwickler gesucht. Interessiert es denn wirklich einen Softwareentwickler aus zum Beispiel Indien oder Mexiko, wie stark die AfD in Thüringen oder Sachsen geworden ist? Ja, ich glaube, das sind intelligente Leute, die werden sich damit auseinandersetzen, in was für einem Umfeld sie da arbeiten. Die wollen ja auch ein schönes Leben haben. Die wollen ja nicht nur
arbeiten, sondern die wollen ja auch in der Stadt auch leben und willkommen sein. Und ich glaube, da setzt man sich schon mit auseinander. Und ich glaube, wenn man jetzt die internationale Presse beobachtet, sieht man schon eine negative Berichterstattung darüber. Und das muss einem zu denken geben. Ja, dieser Fachkräftemangel, den streiten Sie ja gar nicht ab, Frau von Storch. Aber ich habe ein Bild gefunden von der AfD in Thüringen. Fachkräfte machen wir selbst. Ist das wirklich die Antwort der AfD auf den Fachkräftemangel? Also wir wollen nicht nur Fachkräfte aus der Welt abziehen, die dann dort nämlich auch fehlen übrigens, da wo wir sie suchen, in Nigeria und Pakistan, eben nicht in Fernost, in Taiwan und Südkorea. Das ist das eine. Also das heißt, wir wollen nicht nur von dort Fachkräfte haben, aber gerne auch. Aber natürlich wollen wir auch eine aktive Bevölkerungspolitik machen und wir wollen, dass die Menschen hier in diesem Land wieder Kinder bekommen und eine Zukunft hier in diesem Land sehen. Viel zu viele, die gut qualifiziert sind im Moment, wandern außerdem ab. Also das heißt, wir haben sehr viele hausgemachte Probleme und die AfD daran heranzuziehen als Ursache, das nehmen die Leute auch nicht mehr ab. Sie können das weitermachen, aber wir gewinnen Wahlen. Auch in Sachsen haben wir noch dazu gewonnen, plus 30%. Diese ganzen Kampagnen und diese ganzen inhaltslosen Floskeln, die bringen einfach nichts mehr. Die Menschen haben ganz reale Probleme. Und wenn sie Hunderttausende von Fachkräften herholen wollen, wir haben jetzt schon einen Wohnungsmangel von 1 Million. Die Regierung wollte 400.000 Wohnungen bauen. Sie schafft nicht mehr 200.000. Also wir haben keine Angebote zu machen für hochqualifizierte. Sie sprechen ja Probleme an. Das tut die AfD, genau. Und viele das sind Punkte, die die AfD ebenfalls stark macht. Den Anreiz setzen, dass es sich lohnt, Kinder zu bekommen und Familien mehr zu fördern. Wir haben aktuell ganz viele Jugendliche ohne Abschlüsse, die in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen. Fangen wir doch erstmal hier in unserem Land an, es für die Einheimischen attraktiv zu machen. Auch 7 Jahre nach der Flüchtlingswelle sind noch 1,6 Millionen der damaligen Einwanderer arbeitslos oder arbeitssuchend. Oder sie leben von Hartz IV. Selbst von den 460.000, die Arbeit haben, ist mehr als die Hälfte in unterqualifizierten Jobs tätig. Das räumte die Bundesregierung auf AfD-Anfrage ein. Und jetzt wird natürlich wie erwartet, was natürlich in keiner Talkshow fehlen darf, das Schreckgespenst der AfD, Björn Höcke, zum Thema gemacht. Ich kann nur Tino Chrupalla zitieren. Laden Sie ihn doch einfach mal selber ein. Und viele Unternehmen haben Probleme. Und es gibt jemanden, den kennen Sie ganz gut, Björn Höcke, der wünscht diesen Unternehmen noch mehr Probleme. Ich fand das ganz interessant im Wahlkampf. Da stand er auf einem Marktplatz in Sömmerda in Thüringen, hat auf einer Bühne gesprochen und hat sich über die Kampagne Made in Germany, Made by Vielfalt aufgeregt. Das waren mehr als 40 Familienunternehmen, die sich da für eine pluralistische, offene Gesellschaft ausgesprochen haben. Ja. Darunter ja Unternehmen wie Vorwerk kennen Sie für Haushaltsgeräte, Motorsägenhersteller Stihl zum Beispiel und Björn Höcke, der sagt dazu Folgendes. Diese Kampagne Made in Germany, Made by Vielfalt ist pure Heuchelei. Und ich hoffe, dass diese Unternehmen schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Also Björn Höcke sagt, ich hoffe, dass diese Unternehmen, zum Beispiel Vorwerk oder Stihl, dass die in schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Schließen Sie sich dem an? Er hat gesagt, dass diejenigen, die mit Made by Vielfalt Kampagne gegen die AfD machen, dass er denen keinen Erfolg wünscht. Das ist eine emotionale Aussage, davon abzuleiten, schwere die Wirtschaftspolitik. Schwere Turbulenzen haben wir wegen dieser ganzen Vielfalt und die ganze Massenmigration wird also als Vielfalt verkauft. Und ich glaube, das kann man den Menschen nicht mehr länger verkaufen. Schließen Sie sich dem an, habe ich gesagt. Ich schließe mich dem an, dass ich das abstrus finde, wenn diese Unternehmen mit diesen großen Kampagnen versuchen, gegen eine Partei im Wahlkampf Kampagne zu machen. Und das verurteile ich in Klarheit. Denen soll es wirtschaftlich schlecht gehen? Ich hoffe, dass die aufhören, diese Kampagnen zu machen und dass sie sich konzentrieren, Wirtschaft in diesem Land voranzubringen. Das heißt, das war ein Fehler von Björn Höcke, denen alles Schlechte zu wünschen? Wissen Sie, wir kriegen so viel Gegenwind und diese Kampagne war auch Gegenwind. Das können wir nicht begrüßen. Und da darf man auch mal einmal zurückkeilen und sagen, das war wohl nichts. Frau von Storch, lässt es Sie total kalt, dass so viele Unternehmer, so viele Fachleute sagen, die AfD, die ist gefährlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Wissen Sie, was mich wirklich berührt, ist die Tatsache, dass wir eine Energiewende haben und wir eine Deindustrialisierung sehen, weil Unternehmen das Land verlassen, weil sie den Strom nicht mehr bezahlen können. Weil sie im Ausland investieren, Siemens auch, weil der Standort zu teuer geworden ist. Wir müssen über die Energiepolitik reden, das ist der
Dreh- und Angelpunkt einer Volkswirtschaft wie der unsrigen. Wir brauchen bezahlbaren Strom für die Industrie und für den Verbraucher. Das haben wir nicht mehr durch die grüne Energiewende. Das treibt die Unternehmen und die Arbeitsplätze aus dem Land. Auch Siemens investiert im Ausland, nicht weil es hier so gute Bedingungen hat. Und wenn ich das vielleicht noch den Punkt noch machen darf, Sie sprechen natürlich hier auch als Wirtschaftsweise und sitzen im Aufsichtsrat von Siemens Energy. Sie haben 7,5 Milliarden Staatsbürgschaft bekommen. Insofern sind natürlich die Prognosen auch relativ staatsnah, wenn ich das so sagen darf, und nicht so staatsfern, wie sie sein sollten. 7,5 Milliarden Bürgschaften, das ist ja ein mittlerer Haushalt. Herr Klamroth und Frau Grimm, wenn alles das, was Sie sagen, wahr wäre, warum haben dann so viele Menschen im Osten die AfD gewählt? Ganz genau, weil die AfD für die meisten Bürger im Osten die bessere Politik macht. Angebot und Nachfrage. Und der AfD die Schuld an der aktuellen Ampelpolitik in die Schuhe zu schieben, ist absolut nicht richtig und verantwortungslos. Schon fast lachhaft. Die deutsche Bevölkerung möchte Parteien sehen, die Verantwortung übernehmen und zuerst an das Volk denken. Und nochmal, ladet doch mal Björn Höcke ein und redet mit ihm, anstatt über ihn zu reden. So funktioniert Demokratie. Die Demokratie, die ihr ja angeblich schützen wollt.